So, dies ist die wahrscheinlich letzte Folge von Top oder Flop dieses Jahr und wir haben, oder ich habe Zuschauer mitgehalten. Einmal von der Onkel Wulf und dann gibt es später noch ein besonderes Spiel, das ich auch eventuell vor The Let's Playen, weil ich schon mal gesehen habe, aber in dieser Folge das erste Mal anteste. Aber dazu später. Oh. Neuestes Bild vom kleinen Gremlin. Ja, Gremlin ist ein Wunschstil, also Gremlin 2 von der Onkel Wolf. Und er hat noch ein anderes hinterlegt, auch das werde ich danach machen. Was war noch? Muss ich auch mal gucken. Ich glaube, vier Spiele waren insgesamt. Eins davon kam sogar noch von mir selber. Ist auch ein bekanntes, ja, gut. Genug Intro, können wir aber anscheinend nicht irgendwie skippen oder so. Wir müssen uns das angucken. Habe, glaube ich, Gremlins. Lol, das sieht extremst merkwürdig aus, das Bild. Aber ist das im Film genauso oder? Oh Gott, ich kenne den Film jetzt gar nicht mehr. Ich habe ihn bloß teilweise mal gesehen. Okay, es scheint ein Jump-and-Run-Game zu sein. Bisher sieht das recht niedlich aus. Oh, guck mal hier mit dem kleinen Stäbchen. Oh, niedlich. Ja, die Steuerung ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber okay, lol. Todeskiste. Ist, ja, okay. So viel zur Todeskiste. Okay, Noten kann man anscheinend schmeißen. Und das oben sind meine Herzen. Das lässt sich aber angenehm steuern, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Game ist. Sie unten noch nicht feucht. Na, okay. Wollte schon sagen Blind Jump, aber es ist kein Blind Jump gewesen. Bewegen sich die Mäuse random oder sehe ich das gerade falsch? Ich finde, die Entec ist ein bisschen sehr kurz geraten. Kann ich da drauf springen auf Gegner? Ja. Nein, kann ich nicht. Ja. Nicht gesprungen. Auch wie so ein Klassiker. Stift irgendwie greife ich an. Interessant. Aha, okay, die Note macht's instant. Okay, und die Box habe ich so lange, bis ich getroffen werde. Ich habe sie gerade wieder verloren. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht gerade so berauschend klasse bin in solchen Jump-and-Run-Games. Komme ich denn da durch? Ach so. Aber ich finde, das Game sieht irgendwie interessant aus. Wie schwer das ist, keine Ahnung, aber es sieht interessant aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie sich die Mäuse bewegen, ob die sich jetzt, ob die einen festen Bewegungspfad haben, ob die sich random bewegen. Und ich habe keine Ahnung, wie sich die Sch Wie sich diese Spinne bewegt. Ah, gut. Ist jetzt der letzte Versuch. Ich gucke dann nochmal, ob es Continues gibt oder ob es
Ja. Das sind auch ganz, ganz tolle Stellen mit solchen Spikes. Also musikalisch und grafisch schon mal ist echt nice. Was mir jetzt nicht so... Ja gut, der zieht mir komplett live runter. Also fast komplett live runter. Das hätte ich brauchen können. Okay, die Spinne treffe ich so. Aber ich finde es interessant, das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Continues das Spiel überhaupt hat. Ob es überhaupt Continues hat. I don't know. Oh wow. Oh, und es gibt ein Endboss. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. So, Game Over, Continue, ja oder nein? Okay, es gibt ein Continue. Ja, nice Game. Wir kommen mal zum zweiten Game-Spiel. Bis gleich. So, Spiel Nummer 2. Es nennt sich Hugo 2. Auch für den Game Boy. Ich glaube, ich habe teils mal ein Hugo-Let's Play gesehen von Wolf. Es ist zufällig das Spiel. Werden wir gleich sehen. Ich habe Hugo auch teils auf dem PC gespielt. Damals. Und zwar, ja genau, so ein Hugo habe ich damals nämlich auch auf dem PC gespielt. Wo man halt so, ja. Leute wurden angerufen und diese Leute mussten, ja... Also diese Wahltasten drücken, diese, ja, Zifferntasten auf dem Telefon. Und, tja, die gingen nach links, nach rechts, etc. und so weiter. Und das war witzig, wenn man sich da verdrückt hatte am Telefon. Entweder, ja, war man schnell aus dem Spiel raus. Oder es gab sogar manche, die haben es durchgeschafft. Und das Witzige, die Zuschauer, die konnten das Spiel ja nicht sehen. Also die haben da quasi blind getippt. Und ich glaube, je nachdem... Ja gut, da sollte ich vielleicht nicht nach links drücken. Je nachdem, wie hoch die Punktzahl war, so hoch war der Geldbetrag. Ja, und man sollte auch schon ein bisschen Concentration mitbringen, wenn man sowas spielt. Okay, anderes Spiel also. Aber sowas kenne ich vom PC, das hatte ich glaube ich damals auch mal teilweise gespielt. Das ist recht witzig. Ist auch sehr, sehr, ja, es ist sehr, sehr einfach gehandhabt. Hä? Soll ich das denn? Hallo, wie soll ich das denn machen? Springen wir nichts, dummen wir nichts. Snowboard Level. Okay, die Spieler agieren also allesamt random. Hier muss man quasi das, die ganzen Geldbeträge einsammeln. Aber das ist nicht das Hugo-Spiel, was ich damals schon von einem Wolf kannte. Das ist ein anderes. Das habe ich selbst auch ja, als PC-Format hier liegen.
kann ich aber trotzdem empfehlen. Macht Spaß. Ist nett für zwischendurch. Och man. Ja, das war jetzt. Oh, ich bin so gut in dem Spiel. Ich bin so gut. Naja, sieht's mal so. Auf die Weise können wir wenigstens uns die ganzen Spiele mal anschauen, die diese Collection zu bieten hat. Okay, Schwimmerlevel. Ach so. Das war das von vorhin. Ich dachte, es wäre so eine Wüste oder so. Das müsst ihr euch mal blind vorstellen mit Leuten, die angerufen haben und blind Zifferntasten drücken mussten. Zum Beispiel 1 für rechts, 2 für links, 3 für keine Ahnung. Und die mussten es abtimen. Die mussten das Ganze abtimen. Wie bekomme ich eigentlich Luft? Naja, jedenfalls lustiges kleines Game zwischendurch, Hogo 2. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Kriegt von mir jedenfalls einen Daumen hoch. Und ja, jetzt gehen wir mal zum nächsten Spiel. Ja, bis gleich. So, das nächste Spiel von Crystal Dynamics, wie ihr seht. Und von Eidos, also macht von Jump Rider. Also mitgestaltet von Jump Rider. Ja, nennt sich Pandemonium. Und da unten ist anscheinend auch ein Tomb Raider 3 Demo, eine Gags-Video und ein Gucci-Video. Mir geht's aber jetzt so um Pandemonium. Ich habe dem Spiel bisher nur zugeschaut bei anderen. Also bei Steve zum Beispiel. Und ja, bin gespannt, wie sich das Spiel selber spielen lässt. Shatner's toupee? What do you think, Sid? Let's see another one, Nikki. Oh, heck, why not? Shurka Chandomal. Shura. That was the coolest, but it needed more firepower. Yeah, really blast one. Well, which one should I do? This one. But this is a 10th level spell. We ain't got all day. Yeah, let's go, Toots. Make with the boo-boo. Hey, qua yungo zore korech bomb! Uh-oh. What in the world? This is so boss. I am yungo. Gut. Um jetzt mal noch mehr vom Spiel zu zeigen, statt vom Intro. Es geht darum, der eine ist wohl ein Gaukler, also so ein Hofner oder so. Das andere ist eine, ja, glaube Zirkusakrobatin. Und sie ist abgehauen. Und ja, er hat sich hier angeschlossen. Beide waren auf so einem, glaube ich, Zauberseminar und gerieten dabei in den Besitz eines Buches des, glaube ich, Seminarleiters. Und ja, dieses Buch hat ziemlich gefährliche Zaubersprüche. Und ja, einen davon haben sie wohl aktiviert. Einen ziemlich bösen noch dazu. Und
dadurch eine Kreatur auf den Plan gerufen, die ja einfach mal die gesamte Stadt verschlungen hat. Und ja, wir spielen mit der Akrobatin. Und es ist ein ganz besonderes Spiel, denn es ist ein, glaube ich, 3D-2D-Spiel. Also, irgendwas so eine Art. Und es gibt auch eine PC-Version davon. Das hier ist die PlayStation-Version. Ich habe sie zum Laufen bekommen durch meinen Emulator. Und tja, was können wir machen? Wir haben so einen Doppelsprung. Wir können so schießen. Wir haben auch einen sehr schönen Background da hinten. Ja, und wir haben so einen Doppelsprung. Uiuiui. Der sich nicht gerade leicht handhaben lässt. Für mich gerade zumindest. Aber es lässt sich an sich ganz gut steuern. Ich muss sagen, der Doppelsprung bedarf ein kleines bisschen Übung, aber ansonsten finde ich, ja, lässt sich das gut steuern. Ja, man kann Gegner auf zwei Arten beseitigen. Entweder drauf springen oder mit diesem, ja, Energiestrahl beseitigen. Ja, und es geht von links nach rechts, das Spiel. Die Pfeile zeigen uns dann den Weg, wo wir hin müssen. Ja, und es macht einen ziemlich coolen Eindruck auf mich, das Spiel. Ich habe es auf jeden Fall früher oder später noch vor zu spielen. Weil, warum nicht? Es lässt sich gut steuern. Die Grafik ist cool. Es verlangt hier und da vielleicht ein bisschen Präzision. Und wer mich aus ja, Crash Bandicoot kennt, da versagt die Präzision schon mal, wenn ich versuche, welche Kisten für die 100% einzusammeln. Aber ansonsten kann man da nicht meckern. Es lässt sich gut spielen. Es hat sehr, sehr nice Effekte. Okay, das ist ein Fahrstuhl. Der bringt mich wieder hoch. Schönes Game. Wirklich sehr, sehr schönes Game, muss man sagen. Ich werde jetzt hier gerade mal versuchen, ein Level zu spielen. Was das Mindeste, was ja wohl gerade das Mindeste sein wird, was ich hier gebacken bekomme. Na, das Game bedarf schon ein bisschen Übung. Hm. Muss ich da runter oder? Ja, irgendwie doch. Ich krieg ein Herz und verliere es gleich wieder. Der Wahnsinn. Okay, die Musik verändert sich im Spiel und geht gleich weiter, Leute. So, da bin ich wieder, bereit weiterzumachen. Sieht nice aus. Sieht wirklich sehr, sehr nice aus. So gefällt mir das Spiel. Es gibt
das kann ich schon mal sagen, verschiedene Transformationen. Also man kann sich verwandeln in eine Schildkröte, in einen Drachen später. Alles ziemlich cool. Also ein Spiel, für das sich ein LP definitiv lohnt. Und ist definitiv ein Top-Game. Auch was den ersten Eindruck betrifft. Ja, da bin ich auch schon. Weg vom Fenster. Man kann zwischenzeitlich auch Leben einsammeln. Aber gut, das hier ist jetzt wiederum nur zum... ja, zum Test. Und... okay, die darf man nicht berühren. Game over. Schade. Ja. Passwort gibt es zwischendurch. Also Passwortsystem. Man kann die Musik anstellen, die Musik, die Controls und so weiter. Ja, nices Game. Ich weiß noch nicht ganz, wann ich es vorhabe, aber auf jeden Fall werde ich es machen. Und wir kommen zum letzten Spiel für heute. Bis gleich. So, und wir kommen zum letzten Game heute. Da keines der gewollten Games funktioniert. Also, Boulder Dash funktioniert nicht wegen Unsupported Format. Worms for CDI war was anderes, was ich nicht erwartet hatte. So ein, ja, Musik-CD. Und, ja, da blieb noch eins. Und zwar Metroid 2. Aber nicht das Metroid 2, was man denkt, sondern... dies ist ein, ja, Fangame von Metroid 2 im Stil von Metroid Zero Mission. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also quasi sowas sind, ja. Genau. So sieht das nämlich dann aus. Es hat dann, es ist kompatibel mit dem Xbox-Controller. Ja, wir können so nach links, nach rechts laufen, springen, schießen, alles was halt Samus schon auch sonst kann. Und es ist ein Let's Play, das ich im 2017 durchaus geplant habe. Muss bloß sehen, dass ich das gesteuert bekomme im Xbox-Controller. Aber ich meine, das wird nicht so schwer sein. Was können wir denn machen? Wir können, ja, uns einrollen, schießen, halt alles, was Samus auch sonst kann. Und ja, auch die Musik ist schon ziemlich nice. Und wie gesagt, es hat das Format von Metroid Zero Mission. Und sieht ziemlich cool aus, finde ich. Auch vom musikalischen her. Wenn man so will, ist das ein Remake vom zweiten Teil. Und der sieht wirklich schon einiges grafisch genialer aus als der, als das Originalspiel. Also es ist. Gut, der zweite Teil ist auch recht schön im Original. Aber dieses. Remake hier ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und vor allem, was ja auch neu ist, es hat eine Karte. Das heißt, man kann sich orientieren. Beim zweiten war das ja ziemlich schwierig. Und mein Top-Favorit ist da, sind da immer noch im Zero Mission. Double Fusion. Und, apropos Fusion, das muss ich auch mal mal listen. Und Super Metroid, das sind so meine Favoriten. Ja, und das hier ist halt, ja, es ist ein Fangame, es ist kein offizieller Teil. Aber was für ein Fangame, Leute. Guckt euch diese hammergeile Grafik mal an. Für ein Fangame, muss ich sagen, richtig schön. Wechseln irgendwie oder habe ich noch keine? Ich glaube, ich habe noch. Achso, press B to select Super Missiles. Okay, mit B kann man umschalten. Ich finde schön, dass einem alles so schön erklärt wird.
Okay, das sind die neuen Safe Spots. Auch ziemlich genial. Wir nehmen die Missiles mal ein bisschen, wenn wir sie schon haben. Ich habe das Originalspiel vor langer Zeit schon durchgespielt. Und ja, auch hier muss man die Metroids zerstören. Das sieht so genial aus. Ich muss sagen, ich freue mich auf das Let's Play. Ich freue mich wirklich auf das Let's Play dieses Spiels, wenn ich das so angucke. Das ist so hammergeil. Das ist eins der besten Fangames, die ich je gesehen habe. Und vor allem, es ist das erste Fangame, das ich überhaupt für Metroid mal gesehen habe. Und es wird so schön alles erklärt. Man kann sich nicht verlaufen wegen der Karte. Man weiß genau, wo man hin muss. Es ist ein Traum. Ich freue mich drauf. Ich muss es zum Xbox-Controller spielen, aber das ist mir scheißegal. Ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Ja, und das war's von mir von Top & Flop heute für Silvester-Special. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr habt schon mal ein bisschen gesehen, was auf euch zukommt. Also lasst euch überraschen auf das Jahr 2017. Tja, und da bleibt für mich nur noch was zu sagen. Tschüssikowski und bye bye.